Die Liebe in der heutigen Zeit, 20. April 2020. Wie können wir den Menschen begegnen in Liebe? Wie können wir Dinge, die nun für uns abgesperrt sind, in Liebe auflösen? Es sind die kleinen Schritte, die wir bewegen müssen. Es sind kleine Schritte. Wir sollen nicht große Schritte tun wie, ach, ich will jetzt ein neues Schulsystem eröffnen und weiß ich wie und will mich schon mal damit beschäftigen. Jetzt ist die Zeit nicht da. Auch nicht für die Wirtschaft neu gründen wollen, ist die Zeit nicht da. Es ist jetzt die Zeit da, um in kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Wir wurden gebändigt in einem großen Schritt und kleine Schritte folgten nach. Jetzt müssen wir versuchen, in der Liebe, in das, was wir sehen, in dort, wo wir sehen, da fehlt was. Da müssen wir nun in unserer Liebe mit unserem Gedankengut einwirken. Wir können Dinge lösen, nicht sofort. Aber wir müssen mit unserer Liebe Dinge so beschäftigen. Ja, die Dinge beschäftigen oder die Menschen beschäftigen mit unserer Liebe. Denn wir können nur mit Liebe auf die Menschen zugehen. Es sind die kleinen Schritte, die jetzt gefordert sind. Macht keine großen Schritte jetzt. Es bringt euch nicht weiter. Ich sage ein kleines Beispiel. Wenn ich mich dauernd aufrege über etwas, was ich nicht tun kann jetzt, dann verbaue ich mich. Dann gebe ich keiner Nahrung, einem Besserwerden. Dann schüre ich eigentlich immer noch das Dunkle, was jetzt ja da ist, die Starre. Wir haben nun eine Starre. Wenn ich jetzt aber das anschaue und ich sehe, aha, ja, in kleinen Schritten kann ich da was tun. Ich kann mit Gedanken, mit meinen guten, starken Gedanken, kann ich da einwirken. Ich wirke also ein und es löst sich nicht sofort auf, das ist schon klar. Wir haben auch lange gebraucht, seit Dezember, damit dieses Gebilde stand. Und darin sind wir Weltmeister. Ja, wir sind die Weltmeister für dieses Gebilde, wir selbst. Und nicht die Elite und nicht die paar Dummen, die etwas getan haben. Wir selbst sind die Weltmeister. Wir haben das selbst geschaffen. Versucht nun, wenn euch etwas stört, irgendwo, wo ihr seid, euch stört etwas. Versucht da Liebe einzubringen. Versucht da eine Änderung einzubringen, die ihr noch nie gemacht habt. Ihr müsst neu werden. Ihr könnt nicht auf dem Alten aufbauen, von alten Gedanken, wo ihr noch ein bisschen in Bequemlichkeit mitgezogen seid oder ihr habt noch in Bequemlichkeit noch eine kleine Änderung gemacht. Ja, das geht nicht mehr. Wenn eine Kassiererin das Geld einfach so hinwirft, dann sagt ihr etwas. Dann sagt ihr in Liebe etwas, in euren Worten, aber werdet neu darin, erfindet euch neu in Liebe. Das sind die kleinen Schritte, die ich meine. Geht nicht mit dem Fluss mit der Trägheit, geht nicht in der Trägheit mit, wo alles jetzt sich trägt. Ihr müsst neu werden in der Liebe, auch zueinander, wenn ihr in Partnerschaft seid. Ihr müsst da neu werden, ganz neu, es wird gefordert. Auch die, die viel Wissen haben, auch die, die großartiges Wissen haben und sie haben es immer aufgenommen und verstärkt und sind nun arbeitslos. Sie sind nicht arbeitslos, sie schauen nicht in sich, sie schauen nicht, was die Menschen brauchen. Sie schauen nicht, was angebracht ist. Sie machen zu große Schritte.
Das kommt dann schon, das goldene Zeitalter, aber doch nicht jetzt. Das kommt nicht jetzt. Es kann ja gar nicht kommen. Kämpft innerlich. Kämpft einfach innerlich, dass euch wohltuende, gute Gedanken kommen. In jeder Situation kämpft darum, dass immer gute Gedanken kommen, euch folgen, euch vorauseilen, wenn ihr etwas seht. Um das geht es, um diese Kleinigkeiten. Es geht immer um dieses Kleine. Ihr könnt jetzt keine großen Schritte machen. Ihr könntet schon, aber dazu fehlt euch die List. Dazu müsstet ihr zu mir kommen. Aber macht mal diese kleinen Schritte. Sie bewirken Wunder. Menschen, die jetzt Dummheiten machen, Menschen, die jetzt nicht Rücksicht nehmen auf Natur, auf die anderen Menschen, grollt ihnen nicht. Sie können es jetzt nicht anders. Sie sind auch in diesem schwammigen, in dieser schwammigen Angst drin. Ich sage schwammige Angst, weil es keine Abgrenzung mehr hat, die Angst. Wenn vor mir ein Löwe steht, dann habe ich abgrenzende Angst. Ich schaue, komme ich dann auf den Baum hoch oder hole ich schnell einen Ast und stiche ihn in den Hals. Okay? Begreift er mich jetzt? Das ist abgrenzende Angst, die hatten wir vorher, im März. Jetzt ist schwammige Angst da. Seht ihr den Übergang? Der ist brutal. Ihr werdet hinabgezogen, ihr werdet hineingezogen. Es ist so schwammig, die Angst, dass daraus nur noch erblühen kann Hass. Hass kommt daraus hervor. Blanker Hass gegen euch, die ihr noch in der Schönheit lebt, die ihr noch frohgeistig seid, die ihr noch euch bewegt. Nun, ihr müsst alles Schritt für Schritt jetzt sehen. Um das geht's. In kleinen Schritten. Ihr müsst in kleinen Schritten alles sehen. Geht nur um das. Es ist ein Lernprozess, der jetzt entsteht. Wenn ihr das erkennt, werdet ihr jauchzen. Ja, ihr werdet glücklich sein und jauchzen. Und dann kommt was Neues auf euch zu. Vorher nicht. Nicht möglich. Das so viel von der Liebe, wie wir den Menschen begegnen heute in Liebe. In allem. Ob wir im Auto sitzen, ob wir in einer Gemeinschaft leben, ob wir als Einzelmensch wieder mal rausgehen und uns anstoßen, irgendwo, weil wir uns das nicht gewohnt sind, wie der andere reagiert, habt immer die richtigen Worte. Auch da müsst ihr euch ändern. Vergisst alles, wo ihr früher mit den Menschen umgegangen seid. Vergisst alles. Werdet neu jetzt. Ihr dürft nicht mitgehen in diesem Fluss, in diesem stinkrigen, schlammigen Fluss, der so dahin zieht jetzt und alles verdunkelt und trübe macht. Ihr sollt Flämmchen sein. Ihr sollt die Blumen sein auf diesem stinkrigen Fluss, die noch leuchten, die noch von Gott mitteilen. Denn Gott ist da, er ist immer da, gleich in welcher Form, ob in der Gralsbotschaft, ob in der Bibel, Jesus, Buddha, Lao Tse, Mohammed, Hare Krishna, ob Cassandra, Maria und so weiter. Gott ist immer da und will euch Nahrung geben. Also seid die Blume auf dem schmutzigen Fluss.
Irgendwann wird er gereinigt durch euch, durch eure Liebe im Detail. In diesem kleinen Detail, was ich jetzt mitteilte, der Fluss wird gereinigt durch euch. Er wird nicht durch die Regierung gereinigt, er wird durch euch gereinigt, weil ihr seid es, die schlussendlich diesem Fluss auch beschmutzt haben. Nun, soweit in der Liebe zum Mitmenschen, der da draußen ist und nicht mehr weiter kann als von der schwammigen Angst in den Hass zu gehen. Begreift, wo er steht und gebt ihm das, was ihm nützt. Ihr Markus Bösch.